Hallo meine Freunde, recht herzlich willkommen zum Filmsammlungs-Overview Teil 16 mittlerweile. Wir nähern uns so langsam, aber nur ganz langsam dem Ende meiner Filmsammlung. Und heute haben wir ein bunt gemischtes Programm, aber dennoch haben wir Leonardo DiCaprio dabei und Mel Gibson. Aber wir fangen an mit ein bisschen neuerem Stuff. Und zwar wisst ihr ja alle, dass ich seit Drive mehr oder weniger mir die Ryan Gosling Filme reinziehe. Ist zwar jetzt nicht mehr so, dass ich mir mittlerweile auch alles noch geholt habe, was so auf den Markt kam, aber mittlerweile hat sich doch da auch schon einiges in der Sammlung angesammelt, was ich durchaus jetzt halt auch mal zeigen kann. Und ich war damals auch zumindest schon überrascht, dass es durchaus viele Filme gab, die ich schon in der Sammlung hatte oder die Filme schon kannte, wo er halt in früheren Rollen mitgespielt hatte. Aber kommen wir doch erstmal zu La La Land, ein Musical-Film, nenne ich es jetzt einfach mal, ist so meine Bezeichnung für dieses Genre, der mir sehr gut gefallen hat aufgrund der Thematik dieser Liebesgeschichte. Man möge es kaum glauben, aber dass ich, na, ich darf den Film nicht spoilern. Ich würde gerne was zu dem Film sagen, aber ich möchte es nicht spoilern für alle, die den Film vielleicht noch sehen wollen. Dann haben wir Nocturnal Animals. Und ich frage mich gerade, warum ich den bei Ryan Gosling drinstehen habe. Da spielt auch Jake Gyllenhaal mit. Hä? Warum habe ich den hier reingestellt? Vergesst mal, was ich gerade gesagt habe. Wir machen weiter mit The Place Behind the Pines. Ein Film, der mich nicht überzeugen konnte, wäre falsch. Aber ich hatte mir deutlich mehr von dem Film erwartet. Dementsprechend war ich letztendlich ein bisschen enttäuscht. Aber aufgrund des Casts hatte ich mir einfach mehr erhofft. So, hier haben wir, wie gesagt, eben hatten wir das schon im letzten Video bei Kevin Spacey. Dieses Drama, Solitude. Ja, wie ein einziger Tag, den fand ich naja, eher nicht so. Das ist jetzt wiederum aber auch nicht so mein Ding, diese 100% Romantik-Film-Genre. Das perfekte Verbrechen. Kommen wir mal zu Filmen, die ich geil finde. Das perfekte Verbrechen. Den fand ich ziemlich cool, von der ganzen Machart. Das ist wieder einer dieser Filme, diese 100% Planung eines Ablaufs, eines Verbrechens, eines Coups. Anthony Hopkins, wie er alles 1000%ig geplant hat, um auf der sicheren Seite zu sein. Sowas gefällt mir richtig, richtig gut in Filmen, bei diesem Genre. Song to Song, den hatte ich mir mal angeschaut, fand ich jetzt auch nicht so toll. The Believer, den fand ich sehr gut, also auch so von der Thematik her recht interessant und denke ich, sollte man durchaus sich mal anschauen, um das Ganze auch ein bisschen kritischer betrachten zu können. So, aufpassen, dass hier nichts umfällt, denn ich habe in der Reihe von Ryan Gosling auch schon 4K-Filme, weil ich keinen Platz mehr habe im Regal nebendran. Aber kommen wir mal zu The Ides of March, Tage des Verrats. Mit George Clooney. Den fand ich sehr interessant. Ist aber keine leichte Kost, weil es passiert nicht viel in dem Film. Es wird viel geredet. Und der Film geht auch 101 Minuten. Kommt mir vor wie 2,5 Stunden der Film. Sehr interessant, wenn man durchhält. Dann haben wir The Nice Guys. Der war auch ganz nett. Gangster Squad war auch ganz cool, obwohl es so ein bisschen an die Unbestechlichen erinnert hat. All Beauty Must Die, ein bisschen was anderes, aber auch sehr gut. Blue Valentine, ne? Ja, der hat damals noch so völlig andere Rollen gehabt wie heutzutage. The Big Short hat mir leider nicht so gut gefallen. Auch hier habe ich mir viel, viel mehr erhofft und erwartet. Mit Christian Bale unter anderem, mit Steve Carell und Brad Pitt. Hat der Film mich einfach leider nur enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Gegensatz dazu hat mich Crazy Stupid Love sehr begeistert. Ja, finde ich einen klasse Film und das, am Ende finde ich das sehr grandios. Finde ich, muss man einfach schmunzeln bei dem Film. Mord nach Plan war einer dieser älteren Filme, wo er halt eine kleine Rolle hatte, damals schon. Half Nelson hat sehr gute Bewertungen bekommen. Lars und die Frau natürlich. Total abgedreht. Und hier haben wir nochmal diese schöne Edition von... Ey, bleib drin, Limitierungskarte. Warum kommt die unten raus? Was für ein Schwachsinn.
The Nice Guys, war in der Phase, als ich mir dann von Ryan Gosling auch noch von jedem großen Film eine Special Edition ins Regal stellen wollte. Mittlerweile bin ich da auch davon weg. Ich habe natürlich auch noch The First Man drüben in der Vitrine, das darf man nicht vergessen. Den habe ich auch noch digital in 4K. Werde ich dann demnächst auch mal ein Steelbook aus der Vitrine da reinstellen, denn meine First Man Edition, die werde ich auch verkaufen, weil ich letztendlich voreilig die Edition damals gekauft hatte und der Film ist zwar in gewissermaßen tiefgründig, aber letztendlich auch jetzt nicht so für mich im persönlichen Stellenwert weit oben, dass ich davon Dutzende Editionen brauche und dementsprechend werde ich mich von den meisten Full Slips trennen. Naja gut, eigentlich habe ich jetzt nur noch zwei, Manta Lab habe ich verkauft und vielleicht tue ich dann auch wieder The Nice Guys verkaufen, obwohl das Steelbook richtig geil ist und die Edition an sich auch geil ist, muss ich mir mal überlegen, Wie gesagt, ich habe das in der Phase gekauft. Man will dann halt wirklich von seinen Lieblingsschauspielern die Filme in der bestmöglichen Edition haben, obwohl der Film ja immer das gleiche im Prinzip ist, aber man möchte dann halt was Schönes im Regal haben. Ich meine, ob man jetzt hier so eine, wo ist er denn jetzt? Es ist halt schon ein Unterschied, ob man jetzt einfach so eine Emery im Regal drin stehen hat oder halt so ein cooles Full Slip beim Auspacken dann noch ein geiles Steelbook in der Hand hat. Es macht halt schon einfach fürs persönliche Empfinden macht es halt schon einiges aus. Aber man kann halt auch nicht alles kaufen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo ja von gefühlt jedem Film irgendeine Special Edition auf den Markt geworfen wird, weil sich die Leute halt kaufen, muss man halt einfach für sich selbst entscheiden, wo macht man einen Schlussstrich, wo macht man einfach nicht weiter mit dem Kaufen. Früher ging es ja auch. Ich habe ja hier auch von Robert De Niro, von allen, von den meisten Dingern hier, von so vielen Schauspielern, nur Emirates im Regal. Es geht ja auch. Kommen wir jetzt mal zu Clive Owen. Mit Shadow Dancer. Fand ich jetzt nicht so toll. So um die 2000er rum fand ich Clive Owen richtig geil. Vor allem hier in Inside Man, auch wieder so ein Film, hatte ich ja vorhin schon erwähnt gehabt, in dem so ein Ablauf, ein Coup, 100% geplant wird und das und der Ablauf, ein Rädchen greift ins andere. Richtig sehr geiler Gangsterfilm, so nenne ich es mal. Nicht jedermanns Sache, aber ich finde den irgendwie aufgrund des Soundtracks vor allem Dingen und auch vom Cast und so, King Arthur in einer etwas seltsamen Erzählweise, nenne ich es mal, in einer seltsamen Abwandlung, gefällt mir aber, wie gesagt, richtig cool und das Steelbook von Zabi ist einfach eine Augenweide. Dann haben wir noch Jenseits aller Grenzen mit Angelina Jolie. Naja, gut, fand ich jetzt nicht so toll. Entgleist war noch ein interessanter Thriller mit interessanter Wendung. Sin City natürlich, da hat es so angefangen, dass ich auf Clive Owen aufmerksam wurde. Le Croupier. Le Croupier. Dead Simple, den Bösewicht gespielt? Ein ganz, also ein alter Film in Anführungszeichen. Wo war ich denn jetzt hier? Hier, Clive Owen. Ein sehr, sehr interessanter Film, durch den man sich durchaus durchkämpfen muss, wenn man nicht unbedingt was mit dem Genre anfangen kann, ist Hautnah. Mit interessantem Cast, Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman und wie gesagt Clive Owen. Ein Beziehungsdrama, in dem ja, die Pärchen auch gerne mal wechseln, die Beziehungen mal wechseln, sagen wir es eher so. Ein Film, der mir eigentlich sehr gut gefällt, wenn man sich auf den Film einlassen kann, wie gesagt. Hat auch den Golden Globe gewonnen 2005. Und knallharter Film eigentlich, so von der Thematik. Da wird kein Blatt vor den Mund genommen. Auch sehr, sehr unterhaltsam, finde ich, Shoot 'em Up. Also wer auf Actionfilme steht mit Comedy-Einlagen, abgefahrener Film, Shoot 'em Up mit Clive Owen, Filmempfehlung. Dann haben wir hier, was habe ich denn da für eine Edition? Children of Man. Den hatte ich auch mal als Emery in der Sammlung, deswegen wundere ich mich gerade. Das ist halt wieder so, da kauft man sich dann halt, weil ein Steelbook auf den Markt gekommen ist, eben als Import. Obwohl ich ehrlich sagen muss, es hat zwar eine geile Prägung, ja, das ist hier geprägt. Aber warum habe ich mir den Film? Der Film ist eigentlich gar nicht so gut.
Sieht immer, was man sich mit der Zeit alles so gekauft hat. Auch The International, den fand ich überraschenderweise auch nicht so gut. Da hatte ich mir auch viel mehr erwartet damals. Elisabeth, das Goldene Königreich. Ich weiß gar nicht, ob es der erste oder der zweite Teil war, aber die waren überraschenderweise ansehbar. The Duplicity, gemeinsame Geheimsache. Der war okay. Blood Ties, Blood Ties. Na, war jetzt nicht so der Burner. Intruders, oh Gott, was waren Intruders? Import, kann man wieder nicht lesen. Und dann eher schwach fand ich auch Trust, die Spur führt ins Netz, aber bei Trust sehr aktuelles und ernstes Thema. Ob die Umsetzung jetzt okay war, muss jeder für sich entscheiden. Ich finde, man hätte da noch mehr rausholen können einfach bei dieser Thematik. Und das waren meine Clive Owen Filme, ob da noch welche dazukommen aktuell, bezweifle ich jetzt einfach mal. Kommen wir damit zu Leonardo DiCaprio, ein Schauspieler, den ich gerade in der Zeit von Titanic und auch wegen Titanic absolut nicht ausstehen konnte. Mit der späteren Zeit oder mit der kommenden Zeit später habe ich dann ihn aber, sage ich mal so, als Schauspieler für mich entdeckt und habe mir dann auch so im Nachhinein noch ein paar ältere Filme geholt. Fangen wir mal an mit der kuriosesten Edition. Marvins Töchter in diesem CD-Jewel-Case. Und nein, es ist keine Kopie oder sowas aus einer Zeitschrift. Es gab scheinbar damals Filme, die in so einer CD-Hülle-Aufmachung verkauft wurden. Sehr kurios, da habe ich erstmal, war ich erstmal wütend damals, als ich mir den Film habe ich auf eBay oder so gekauft und habe den dann so bekommen und dachte so, hey, was zum Teufel? Aber ich habe ihn dann auch so in der Sammlung gelassen. Aber fangen wir mal an mit Leonardo DiCaprio. Wie gesagt, Marvins Töchter haben wir jetzt schon gesehen. Dann haben wir hier noch Zeiten des Aufruhrs. Hier haben wir nochmal The Boys Live. Den hatte man ja vorhin schon gehabt bei Robert De Niro. Ein sehr ernster Film. Catch Me If You Can. Den finde ich ziemlich cool. Interessant. Und eigentlich auch ganz nett, aber lange nicht mehr gesehen, ist Gilbert Grape irgendwo in Iowa mit Johnny Depp und Juliette Lewis. Den müsste ich mal wieder schauen. Hat auch schon eine grandiose schauspielerische Leistung als Kind gezeigt. Dann haben wir hier J. Edgar im, das waren damals noch Steelbooks, ein Blu-ray-DVD-Combo-Steelbook. Damals gab es die hier noch in DVD-Größe. Boah, ist lang her, dass ich so ein DVD-Steelbook in der Hand gehabt hatte. Gangs of New York im Mediabook. Ich habe Gangs of New York im Mediabook, sehe ich gerade. Es ist unfassbar. Das Meisterwerk von Martin Scorsese, oh, ihr habt den Namen nicht gehört, inklusive 32-seitigen Booklet. Leute, ich habe ein Mediabook von Gangs of New York, nur dass ihr es wisst. Dann haben wir hier dieses coole Steelbook von Romeo und Julia in Hochglanz. The Revenant, der Rückkehrer. Ja, den fand ich jetzt ein bisschen overhyped, ehrlich gesagt, den Film. Hat mir jetzt nicht so gut gefallen, da hatte ich viel, viel mehr erwartet nach dem Hype am Anfang. Ein sehr cooles Remake, ein sehr guter Film ist Departed unter Feinden. Kann man jetzt drüber streiten, ob das Original besser ist oder das Remake. Mir hat beides gefallen. Inception, der gefällt mir auch immer noch sehr gut, auch gerade wegen dem grandiosen Soundtrack, wegen der grandiosen Sounduntermalung. Shutter Island, den müsste ich nochmal schauen. Den hatte ich, glaube ich, nicht so kapiert, wie ich ihn kapieren sollte. Oh, wie hieß der Film? Auf Deutsch. Schneller als der Tod? Heißt der Schneller als der Tod? Hier haben wir noch J. Edgar als Blu-ray. Der große Gatsby. Und Aviator. Das sind so drei Filme, die zwar schauspielerisch top sind, aber mich persönlich jetzt nicht so unterhalten, sage ich mal, aufgrund der Thematik. Blood Diamond. Und ja,
Ich hasse ihn wie die Pest und ich habe ihn seit damals nie wieder gesehen. Aber er muss dann halt auch in der Sammlung sein. Titanic. Wir waren da damals mit der Schule drin, so ein Schulklassenausflug. Ihr kennt das vielleicht noch von früher. Wo dann alle nur gelacht haben und sich gefreut haben, als dann das Schiff endlich gesunken ist und Leonardo DiCaprio ausgelacht haben, als er aus irgendeinem Grund nicht auf dieses Schiffsholzwrackteil da klettern konnte. Da wird ja bis heute drüber spekuliert, ob beide hätten draufgepasst oder nicht. Ja. In den Critters 3 habe ich mir hier mit reingepackt. Da hat er auch seinen ersten Auftritt oder einen seiner ersten Auftritte auf jeden Fall gehabt. The Beach war eigentlich ein sehr cooler Film, den ich jahrelang ignoriert habe aufgrund von Titanic. Total Eclipse, die Affäre von Rembrandt und Verlaine. Das sagt mir leider nichts. Ja, der Mann in der eisernen Maske. Django, auch eine coole kleine Rolle gehabt. Und natürlich Jim Carrey in den Straßen von New York mit Mark Wahlberg. Wusste ich gleich, dass er Mark Wahlberg auch noch mitspielt. Tatsächlich. Body of Lies schließt das Ganze ab. Und damit sind wir durch mit meinen Leonardo DiCaprio-Filmen. Und wir kommen jetzt zum guten alten Mel Gibson. Eine Mischung aus absoluten Klassikern und Filmen, die wahrscheinlich nicht jeder kennt. Aber die Blu-rays, die ich zumindest von ihm habe, sind absolute Klassiker. Und mit denen fangen wir dann halt auch dementsprechend an. 7 Steelbooks habe ich hier direkt in der Hand von Warner. Die Mad Max Trilogie Teil 1 bis Teil 3. Wobei ich ehrlich sagen muss, Teil 1 gefällt mir gar nicht. Lethal Weapon natürlich, alle 4 Filme. Teil 4, oh gut, ist ein bisschen durcheinander jetzt. Teil 2. Teil 1 und Teil 3. Hier gibt es ja immer die berechtigte Kritik, dass sich die Leute die Blu-rays nicht kaufen, weil es auf DVD die längeren Versionen gibt. Aber ich finde, dann sollte man, gut, ich habe es jetzt nicht, man kann sich ja beides kaufen. Also ich will auf die Blu-rays nicht verzichten. Ob man die langen Versionen jetzt braucht oder nicht, kann man natürlich auch wieder diskutieren. Im Endeffekt wäre es am coolsten, wenn man beides in der Sammlung hat. Dann müsste man sich über das alles nicht aufregen. Ich verstehe allerdings auch nicht, warum man da nicht direkt eine längere Fassung mit drauf machen kann. Bloodfather, kleiner Rachefilm. Wir waren Helden, der war ganz interessant damals. Tequila Sunrise, fand ich okay. Fletchers Vision, ja, da war ja auch so ein Thriller für sich. Machete Kills, hat er natürlich eine kleinere Rolle gehabt. Get the Gringo, naja gut, den fand ich jetzt nicht so toll. Auftrag Rache. Und hier haben wir nochmal, was ist das? Hexer, das darf ich nicht verwechseln, was habe ich denn hier in der Sammlung? Ach, den hat er, glaube ich, da war er doch, hat er nicht Regie geführt? Bei Hexer Rich? Hat er, glaube ich, Regie geführt, ne? Das war doch sein Regiewerk. Ein Mel Gibson-Film. Ja. Wollte schon sagen, wo hat er denn da mitgespielt? Aber da hat er ja Regie geführt. Man muss sich immer wieder aufs Neue erinnern. Dann haben wir hier noch 2 Mediabooks. Die Passion Christi von Cape Light und die Bounty von Cape Light. Ein Vogel auf dem Drahtseil. Payback, der gefällt mir auch heute noch sehr gut. Und dann haben wir hier hinten noch wegen dem Patrioten, habe ich den hier unten noch. Ich bin gerade überlegen, Patrioten, hatte ich den nicht auch noch auf 4K-Disc gehabt? Aber wir haben ja oben noch Ritter aus Leidenschaft mit Heath Ledger. Und Apokalypto haben wir hier noch. Das waren die Blu-rays von Mel Gibson. Jetzt haben wir noch einige DVDs, die ich euch natürlich auch nicht vorenthalten werde. Unter anderem ein ziemlich alter Film, das Million-Dollar-Hotel. Der Biber. Die durch die Hölle gehen, Soldier. Forever Young. Summer City. Kopfgeld,
auch noch ein cooler Thriller. Gut, was ist das? Mad Max stand Pate für die rasante Autojagd-Szene dieser hochaktuellen Action-Thrillers. Die Kettenreaktion. Ja. Tim, kann das Liebe sein? Wer weiß? Ach, kriege ich die alle noch auf einmal? Gallipoli. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ein Vater zu viel haben wir hier noch. Ich wundere mich jetzt nur gerade, es gibt natürlich Filme, die habe ich mir ergoogelt. Ja, und in dem Moment, wenn ich es dann mal wieder in der Hand habe, also entweder hat er hier nur eine ganz kleine Rolle oder er war irgendwie am Film beteiligt. Aber ich habe mir das meiner Meinung nach aber ergoogelt oder Amazon rausgesucht und habe mir wieder Mist angezeigt. Der Mann ohne Gesicht, ja, das wäre ein bisschen ernsterer Film, ne? Science, ein Film, über den sich heute noch lustig gemacht wird, aus irgendeinem Grund. Ich sag nur Aluhüte. Was Frauen wollen, war auch so einer der ersten Filme mit Mel Gibson. Den habe ich im Kino gesehen, glaube ich sogar. Kann das sein? 2000. Ja, da könnte ich den im Kino gesehen haben. Das könnte passen. Air America. Hamlet. Und ein Film, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, den ich mir auf Blu-ray gerne in die Sammlung stellen würde, ist Maverick. Boah, ich krieg Rückenschmerzen. Dann haben wir noch Menschen am Fluss. Und Flucht zu dritt. Und Mel Gibson ist Z-Man. Delta Mission, Kommando, Grüne Teufel. Actionfilm. Haut in die Kommentare, welche Filme ihr von Mel Gibson bevorzugt. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr auch in Zukunft meine Videos nicht verpassen möchtet. Dann müsst ihr aber auch die Glocke bitte aktivieren. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich bei euch, dass ihr auch wieder zum heutigen Filmsammlungs-Overview eingeschaltet habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.